geht's. Bundesgrenze. Sollten wir es mal hin? Ungefähr die Hälfte der Strecke haben wir jetzt schon. Ja. Das war eigentlich ganz gut. Auf den Anfang. Holzarbeiten. So, davon ist Landesgrenze. Wir fahren rein erstmalig nach Dänemark. So, Dänemark. Dänemark geht es jetzt dann rüber nach Schweden. Das dauert noch. Kurzer Check auf die Map, dass wir jetzt ungefähr auskennen. Wir fahren jetzt einen Bogen durch Odense, Kopenhagen und nach Kopenhagen fahren wir Richtung Malmö. Also sind wir schon in Schweden und dann eigentlich Malmö, Helsingborg für ein Camping, rauf nach Stockholm, dort dann zur Fähre und mit der Fähre dann eigentlich rüber nach Turku. Dann sind wir eigentlich schon da. Mit der Fähre fahren wir dann ganz zum Schluss erst. Wir fahren zweimal mit der Fähre. Reingebildet. Bildet. Da oben. Achso, ich glaube zuerst war auch geplant vielleicht oben. Über Göteborg und so gefahren. Wäre wahrscheinlich so gewesen. Aber gut, lang kennen wir. Nächstes größeres Ziel Kopenhagen. So, Odense und dann Kopenhagen.
So, 80 sind auf jeden Fall auf der Autobahn in Dänemark auch erlaubt. Das heißt, da ändert sich jetzt einmal nichts. Aber für uns besser gesagt. Dänemark ja auf Inseln. Deswegen wollen wir uns ein paar Brücken überqueren. Fotodings. So, das geht auf der Spur. Erster Aufenthalt hier. Kopenhagen, 108 Kilometer noch. Aber bislang, Dänemark gefällt mir auch von vorne her. Nicht zu viel Kurven, nicht zu viel Abbiegungen, muss jetzt nicht so achten. Richtige Spur. Du bist. Oh, ist jetzt schön hier zu fahren. Mal eben auf den Pannenstreifen. Aber das ist meine Schuld. Meine einzige. Meine Schuld. So, wir fahren gleich auf noch eine riesige Brücke gerade, das sehen Sie schon.
der Zugbetrieb ist. Also wir fahren hier übers Meer, ja. Eine Fotomission. Nehmen halt schon mit, das ist einmalig. Oh, und davon ist eine Mautstation. Weiter geht's. Sitzposition kann angenehm. Eieiei. Warum passieren mir solche dummen Fehler? Schaut, ob die Aufnahme läuft. Oder läuft alles nach Plan? Sogar 59 Kilometer nur entfernt. Okay, jetzt fahren wir zum Tunnel.
auf die nächste Brücke. Errungenschaft bekommen. Ich glaube, weil wir über diese Brücke gefahren sind, denke ich, dass eine Brücke ist gestanden, nämlich. So, nächste Mautstelle. Wieder vergessen, dass man ja hier langsamer fahren muss. Sortieren. Malmö müssen wir nicht. Göteborg. Schon mal nicht in den Ort. So, jetzt schön rauf. Dann war es das eigentlich schon. Dann war das ja ein Klacks. Mit bisschen Strafen. Zeit. Ja, Richtung Stockholm ist richtig. Noch einmal auf die Karte schauen. Rechts.
Camping. Fängt dann auf die Karte zu schauen. Okay, wir wollten schauen, wie lange es dorthin noch ist. 5 Stunden müssen wir so eine Pause machen. Also wir machen hier auf jeden Fall noch eine Pause. Also können wir auf jeden Fall auch machen, das geht vorhin aus. War das 5 Stunden? 16, 17 Uhr. Pause gemacht. Stockholm 472 Kilometer. Mit der Fähre sind ja auch noch ein paar Kilometer. Aber hier wirklich viel, viel Landschaft, ja, in Schweden, da sieht man nicht viel Orte oder so. Rüber.